zwischen Offenburg und Kahr geht es auf 5 Kilometer Schotten vorwärts. Der 5-Bahn-Knoten Karlsruhe zwischen Fabrik Mitte und Teningen 7 Kilometer stockend, genauso auch 7 Kilometer auf der A5 Karlsruhe Richtung Heidelberg zwischen Karlsruhe Nord und Hofsaal. A6 Mannheim Richtung Heilbronn zwischen Kreuz Mannheim und Mannheim-Schwetzingen 4 Kilometer stockender Verkehr. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim West und Pforzheim Ost 3 Kilometer Stau und in der Gegenrichtung zwischen Heimsheim und Pforzheim Ost 10 Kilometer. A61 Hockenheim Richtung Speyer zwischen Dreieck-Hockenheim und Hockenheim 3 Kilometer stockender Verkehr. Die A656 Heidelberg Richtung Mannheim zwischen Kreuz Heidelberg und Mannheim-Seckenheim über 2 Kilometer Stau, genauso auch in der Gegenrichtung zwischen Mannheim-Leckerau und Mannheim-Seckenheim. B10 Karlsruhe Südtangente zwischen Edeltun-Tunnel und Rheinbrücke 8 Kilometer. Und es wird geblitzt auf der B28 in Oppenau und auf der B33 zwischen Windschläg und Attenmeier. Staus und Blitzer melden Sie uns kostenlos unter der 08000.